Das war heute Abend einfach fantastisch. Wirklich, einfach fantastisch. Hat er es denn noch drauf? Scheiße, du hast es nie verloren. Habitat, wir kommen. Barry, wir fahren ins Orchid, okay? Dann also ins Orchid. Ah, hey, Barry! Hier steht alles in den Startlöchern für Mr. Hasselhoffs Eintreffen. Wann seid ihr da? Chris, tut mir außerordentlich leid. Wir schaffen es heute Abend nicht. Mr. Hasselhoff hat sich gerade umentschieden. Eins seiner vielen Talente. Was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Tja, wir hätten jetzt lieber etwas Schickeres. Sorry. Was ist denn das für ein Scheißspruch? Wir hatten einen Deal. Sie irren sich, Chris, wenn Sie denken, dass Fluchen und Schreien uns wie durch Zauberei in Ihren verschissenen kleinen Club führen. Könnte ich bitte kurz mit David Hasselhoff persönlich sprechen? Bis dann, Schwanzlutscher, leb wohl. Hallo? Fuck! Der Arsch kommt nicht. Vielleicht sollte ich nach Hause fahren. Okay. Boss? Wir haben da ein kleines Problem. Wer ist in der VIP-Suite? Jenna D'Andrea. Und was ist das Problem? Sie ist erst 16. Was? Und Sie haben die Reservierung angenommen, was echt seltsam ist, denn die Kleine hat eine Kindersendung im Fernsehen. Oh, shit. Oh. Bist du Rickys Mann mit dem Ex? Nein, mir gehört der Laden. Tja, dein Name steht nicht auf der Gästeliste, du Zwerg. Was? Was? Der Besitzer steht nie auf der Gästeliste, Homie. Hey, lass ihn rein, er ist süß. Ich hätte zu gern mal Sex mit einem kleinschwänzigen Asiaten. Steht auf meiner Fickliste. Hi, ich muss mit dir reden. Nicht reden, schluck das. Was war das? Nur eine Lut. Lut? Scheiße, bist du eine Vietnam-Witz? Keine negativen Energien, nur positive Vibes. Dann wird er wachsen. Apropos wachsen. Au! Nein, nein, nein. Mom! Oh. Wieder schön zu sehen, wie mein Engelchen neue Fickfreunde findet. Sie sind ihre Mom? Ja, aber sie will nicht mehr Kinderstar sein, sondern sich ein neues Image aufbauen. Nein, nein, okay, also die Party ist jetzt vorbei. Was zum Geier läuft hier in meiner VIP-Suite? Oh Mann, ich... Auch die Mutter? Das widert mich an. Ich werde jedenfalls nicht zulassen, dass ihr diesen... von Juden und Christen bevorzugten Hollywood-Nachtclub in ein verdammtes Bordell verwandelt. Hä? Also Grace Jones, hör auf mit der weißen Grace Jones rumzumachen. Und ihr Gangsterbräute und ihr beiden Zombies, steckt eure Dildos weg und eure Analkugelketten und macht mit eurer Orgie auf der Straße weiter, wo ihr hingehört. Denn diese Party hier ist vorbei. Die Party ist erst vorbei, wenn ich es sage, Pussy. Ah! Wahnsinn-Szenen letzte Nacht vor einem Nachtclub in Hollywood, als ein TV-Star undercover herausgeschmuggelt wurde, nachdem sie offenbar von dem Besitzer des Nachtclubs sexuell missbraucht wurde. Wer ist diese Frau? Es ist der Kinderstar Jenna D'Andrea. Sie behauptet, dass sie von Chris Kim, dem Besitzer des Nachtclubs, sexuell genötigt worden ist. Angeblich hat er sein Gesicht in ihren Schoß gelegt. Annie, hör zu. Ich will es nicht hören, Chris. Ich meine im Ernst jetzt. Ich habe das Gefühl, das ist ein böser Traum. Ich auch, das ist ein verdammter Albtraum. Ich weiß, dass du wütend bist, aber kann ich was dazu sagen? Wie lange machst du solche Spielchen schon? Was meinst du denn, was soll das? Ich habe nichts getan, ehrlich nicht. Ach nein? Dann hast du nicht gekokst und dich an einer Minderjährigen vergangen. Ich hab's gesehen, Chris. Die ganze Welt hat es gesehen. Meine Mom hat deswegen weinend hier angerufen. Oh, fuck, deine Mom hat es gesehen. Jede Mom hat es gesehen. Das hier ist ein verfluchtes Missverständnis. Bitte glaub mir das. Ich bin Lehrerin, Chris. Meine Schüler sehen alle diese Sendung. Stell dir mal vor, was mich morgen in der Schule erwartet. Annie. Kannst du jetzt gehen? Bitte. Geh einfach. Annie.